zusammen und herzlich willkommen zu einem jährlichen Frage- und Antwort-Video. Ich hatte kurz vor Weihnachten meine Community auf Instagram gefragt, welche Fragen sie an mich haben. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Eine Frage lautet, wie ist es mit zwei Schulkids? Ja, mit zwei Schulkids anspruchsvoll auf jeden Fall. Wobei man natürlich sagen muss, dass das ältere Schulkind mittlerweile eigene Herausforderungen hat und man ja beim jüngeren Schulkind schon ein bisschen mehr weiß, welche Abläufe kommen auf einen zu, was wird erwartet, was wird vielleicht erstmal noch augenzwinkernd hingenommen und wo kann man gelassener bleiben. Aber es bedeutet natürlich auch noch mehr Koordination. Deshalb werde ich auch definitiv noch genauer vorgehen müssen im nächsten Jahr, was die Termine angeht, die Happenings in der Schule, wann, wo muss wer wo angemeldet sein, welche Hausaufgaben müssen eingereicht werden, Projektarbeiten, wann finden welche Kurse statt. Also da muss ich mich noch genauer aufstellen, um nichts zu verpassen. Das ist schon eine Menge zu koordinieren. Dann eine Frage, die in zweifacher Ausführung kam. Einmal war die Frage, wie motivierst du dich zum Sport, Haushalt und so weiter? Und die andere Frage war, wie schaffst du es, immer wieder positiv im Alltag zu bleiben? Das schaffe ich auch nicht. Ich zeige es euch nur nicht. Ich glaube, das wäre wenig hilfreich, wenn ich euch zeige, wann ich mal meine schlechten Momente habe oder wann ich mal down bin, weil irgendwas passiert ist und ich schlechte Laune habe und mich gerade vielleicht nicht motivieren kann. Aber das ist, glaube ich, jeder von uns und das gehört ja auch zum Leben dazu. Also es kommen immer mal Wellen von schlechter Laune, Wellen von Ereignissen, die passieren um einen herum oder an einem dran, wo man einfach hilflos zusehen muss und dann geht's weiter. Also ich glaube, das ist das, was mich persönlich immer wieder motiviert, ist die Gewissheit, das Leben geht weiter. Egal was passiert, egal was kommt, es geht weiter. Und für die kleinen Dinge, für Sport und Haushalt motivieren, ja gut, ich sag mal, Haushalt bin ich jetzt nicht so die Queen, also ich bin hier nicht die perfekte Hausfrau, das wisst ihr auch, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Ich motiviere mich aber so, dass ich weiß, okay, es gibt Wochen, da lasse ich es einfach alles sein. Ja, es gibt durchaus Wochen, wo ich wirklich gar nichts mache, außer wirklich die Basics. Und dann weiß ich aber für mich selbst auch, okay, diese Woche habe ich einfach es nicht geschafft, aber nächste Woche werde ich wieder reinhauen. Und das liegt auch so ein bisschen am Zyklus. Also man muss ja sich selbst und seinen Zyklus auch ein bisschen kennen. Und ich weiß zum Beispiel ganz genau, wann ich in meinem Zyklus eine sehr kraftvolle Phase habe, wo ich sehr viel Gas geben kann, wo ich wirklich bis ins Letzte plötzlich noch Aufgaben reinschiebe und Schubladen aufräume, wo ich gedacht habe, warum hast du jetzt diese Schublade aufgeräumt, die ist seit Monaten unordentlich. Ja, also da muss man seinen eigenen Zyklus vielleicht auch mal noch mal ein bisschen beobachten. Und für Sport motiviere ich mich mal mehr, mal weniger gut, aber es ist ja wichtig. Ja, ich möchte ja nicht irgendwie mit einem Bandscheibenvorfall da liegen, weil ich zu viel am PC gesessen habe oder irgendwelche Nackenleiden haben und dann für meine Kinder nicht mehr da sein können, weil ich mir ständig mit Schmerzen kämpfe. Da motiviere ich mich einfach damit, dass ich sage, ich möchte ja noch lange fit sein und für meine Kinder auch ein gutes Vorbild sein. Dann eine Frage, beziehungsweise es ist eine zweiteilige Frage, die nehme ich aber gerne mit rein, weil sie mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Frage, lest ihr jeden Tag, beziehungsweise übt ihr jeden Tag? Welche Bücher würdest du für Erstleser Jungen empfehlen? Also ja, wir lesen jeden Tag, jeden Abend wird vorgelesen, das ist ein Muss und auch ein Standard. Mittlerweile kann die Große auch ganz gut Bücher alleine durchlesen, da braucht sie mich jetzt nicht mehr für. Aber es ist einfach so ein gemeinschaftliches Ritual abends, um runterzukommen und das machen wir sehr gerne und das gehört für den jüngeren Erstleser jetzt auch mit dazu. Erstleser jungen Bücher, ich würde das jetzt nicht so unterscheiden. Ich weiß ja nicht, ob dein Junge auf Fußball steht oder auf Dinosaurier oder auf Geheimagentengeschichten. Ich werde mal eine Liste zusammen machen für Erstleser Jungs, aber ich habe ja sowieso schon auf Amazon eine Erstleser Bücher Empfehlungsliste und die gilt für Jungs wie für Mädchen gleichermaßen. So, dann zwei Fragen, die ich so ein bisschen zusammenfasse. Ziele für 2024, beziehungsweise habt ihr schon Urlaub für nächstes Jahr geplant? Nein, Urlaub haben wir noch nicht geplant und ja, wir haben Ziele für 2024. Das erste Ziel ist sowieso erstmal, dass Marie gut in der neuen Schule ankommt. Das ist ein ganz großer Schritt und eine große Veränderung wieder und wir haben es jetzt dieses Jahr wieder erlebt,
es ist einfach so ein Schulwechsel oder auf die Schule kommen, ist für die Kinder wirklich eine große Lebensveränderung und das braucht viel Betreuung und liebevolle, geduldige Betreuung. Und ich denke, das wird jetzt beim anderen Schulwechsel nächstes Jahr nicht anders werden, dass es einfach sehr aufregende Zeit ist mit vielen Neuerungen. Thema Smartphone wird auf uns zurollen. Von daher, das ist erstmal das größte Ziel, dass das vernünftig läuft. Und ich bin froh, wenn ich nächstes Jahr in der Weihnachtszeit sagen kann, wir haben den Wechsel gut geschafft. Ansonsten haben wir noch keinen Urlaub geplant, weil wir eben bestimmte Ziele auch verfolgen oder ein ganz besonderes Ziel haben wir uns gefasst. Da möchte ich aber noch nicht drüber sprechen. Man spricht ja nicht über ungelegte Eier. Ich will jetzt da auch nicht die Geheimniskrämerin machen, aber es wird eine Veränderung hoffentlich geben in der Familie, die wir uns sehr wünschen. Und aufgrund dessen können wir einfach noch nicht so viel planen und gehen das Jahr erstmal ein bisschen langsam an und denke ich, was Urlaube angeht, werden wir es spontan entscheiden. Dann eine Frage, die auch von mehreren kam. Zum einen, bist du aktuell glücklich im Job? Sowie bist du mit deinem Job zufrieden? Fühlst du dich im... Ich weiß es nicht genau, es ist leider abgeschnitten. Ja, ich bin zufrieden, die Aufgaben sind gut, das Team ist super. Das ist ja immer so faszinierend, dass man dann plötzlich auf neue Menschen stößt und die kennenlernt und sich näher kennenlernt und sich sehr schätzen lernt, weil alle sehr kompetent sind im Team. Und das macht dann auch einfach Spaß und man lernt sich selbst auch immer ein bisschen ein Stück weit kennen, weil das Team einem natürlich spiegelt, wie man auf andere wirkt. Und dafür bin ich total dankbar, weil mich das als Mensch ja auch irgendwie kompletter macht. Und darum bin ich sehr zufrieden mit der Situation, wie sie im Moment ist. Natürlich gibt es immer Herausforderungen, kein Job ist perfekt und es gibt immer Ecken und Kanten in jeder Situation und das Gras ist auf der anderen Seite auch nicht grüner. Aber jetzt erstmal für den Moment bin ich zufrieden, ja. Noch, wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bekommen, vermute ich. Schaffe ich auch nicht immer. Habe ich auch schon viele Videos drüber gemacht. Ich glaube, in der Playlist Beruf und Familie, da habe ich Videos gemacht zum Thema Zeit clever einteilen. Ich habe auch sogar, glaube ich, mal einen Vlog oder irgendwas gemacht mit dem Thema alles unter einen Hut bekommen. Es ist nicht möglich. Also man muss immer Abstriche machen. Sei es in der Partnerschaft, dass man jetzt keine Date Night hat oder sei es, dass man keine Quality Time mit den Kindern einzeln hat oder sei es, dass der Haushalt liegen bleibt und da eben staubige Ecken im Haus nun mal sind oder dass man selbst zurückstecken muss und man selber keine Me-Time hat. Ja, das kann man nicht schaffen. Also das ist auch gar nicht mein Anspruch. Also ich glaube, von Eltern wird generell viel abverlangt, arbeiten zu gehen, da vernünftig im Job vernünftig zu funktionieren, Leistung zu zeigen, Einsatzbereitschaft zu zeigen, vielleicht gerne auch mal noch Überstunden zu machen, mit den Kollegen sozial sich zu verknüpfen, dann aber auch gleichzeitig alle Termine mit den Kindern wahrzunehmen, möglichst da präsent zu sein, alles mitzumachen, zu begleiten, das ist einfach super viel, auch gerade mit Hobbys der Kindern und so weiter, von daher, man kann nicht alles unter einen Hut bekommen. Ich würde euch immer den Tipp geben, setzt euch selber Prioritäten. Was ist in eurem Leben wichtig? Was wollt ihr? Woran möchtet ihr euch später mal erinnern? Und woran möchtet ihr, dass die Kinder sich später mal erinnern? Dass dann natürlich Dinge dazwischen kommen, ist einfach, ja, so ist das Leben. Aber trotzdem muss man dann schauen, dass man seine eigenen persönlichen Prioritäten setzt. Es gibt auch Familien, die setzen sehr viel Wert auf musikalische Erziehung, wollen unbedingt, dass das Kind ein Instrument lernt. Es gibt Familien, wo die Eltern sagen, wir möchten beide gleichermaßen unsere Karriere verfolgen. Ja, da ist jede Familie ganz anders und unterschiedlich aufgestellt und dementsprechend schaut, dass ihr das unter den Hut bekommt, was euch wichtig ist. Abschließend die Frage, was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Ganz grob gesagt Frieden. Ich wünsche mir Frieden. Friedvolle Mitmenschen in meiner direkten Umgebung, die friedlich sind, die kommunikativ sind, die kooperativ aufeinander zugehen, aber auch im gesamten Universum auf unserem Planeten mehr Frieden. Das ist ein sehr, sehr großer Wunsch, ist aber einfach die Grundvoraussetzung, dass alles andere klappt. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf das Jahr 2024. Ich bin gespannt, was es für uns im Petto hält.
Ich hoffe, ich kann euch hier weiterhin mit der Kamera ein bisschen mitnehmen, ein paar Einblicke geben, vielleicht ein paar Ratschläge beisammentragen oder Tipps zusammentragen, die auch anderen Müttern weiterhelfen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes neues Jahr.